In diesem Video will ich ein paar Hinweise für Mate AB 2021 im Wahlbereich Stochastik geben. Es sollte eine Art Checkliste sein bzw. eine Übersicht über verschiedene Themen und Aufgabentypen, die von Bedeutung sein könnten. Als erstes ein paar allgemeine Hinweise. In diesem Wahlbereich hat sich einiges geändert ab dieses Jahr. Unter anderem die Schwerpunkte bestimmten Themengebiete haben sich verlagert. Außerdem gibt es auch neue Themen, wie zum Beispiel zweiseitige Hypothesentests, stetige Zufallsgrößen und natürlich die Normalverteilung. Im Abspann dieses Videos findet ihr auch Hinweise für den Pflichtteil oder für die anderen zwei Wahlbereiche Analysis und analytische Geometrie. Außerdem passende Playlists mit Tutorials zu allen hier angesprochenen Themen. Bevor wir gleich zum mathematischen Teil gehen, noch eine kleine Übersicht über den Aufbau des Wahlteils in der Abiturprüfung. 50% des Wahlteils macht Analysis aus. Das sind dann 20 Verrechnungspunkte. Weitere 25% mit 10 Verrechnungspunkte macht die analytische Geometrie aus. Und die letzten 25% ebenfalls mit 10 Verrechnungspunkte Stochastik. Und das ist natürlich auch der Bereich, den wir uns jetzt anschauen. Und los geht's. Also, Teilaufgabe A kann man auch abstrakt als Vorspeise bezeichnen. Da handelt es sich meistens um relativ einfache binomial verteilte Fragestellungen. Es geht darum, Fragestellungen mathematisch richtig zu interpretieren und Umformungen mit dem WTR durchzuführen. Sehr wichtig sind natürlich die Schlüsselwörter in der Aufgabenstellung, wie genau, höchstens, mindestens, weniger oder mehr, und natürlich die passenden mathematischen Zeichen dafür, die habe ich auch noch hier unten eingeblendet. Des Weiteren musst ihr natürlich im Rahmen der Binomialverteilung die Bernoulli-Formel kennen und richtig interpretieren. Sehr oft kommt es vor, dass Terme vorgegeben sind und diese im Sachverhalt interpretiert werden müssen. Aber Vorsicht, auch bei dieser Anfangsaufgaben können manchmal miese Pfahlen auftauchen. Und zwar, nicht alle Fragestellungen müssen natürlich binomial verteilt sein. Deshalb müsst ihr grundsätzlich die drei Haupteigenschaften der Binomialverteilung kennen. Die erste wäre, dass bei der Binomialverteilung eigentlich nur zwei Ausgänge existieren. Man nennt sie allgemein Treffer und Nichttreffer. Die zweite ist die Tatsache, dass die Trefferwahrscheinlichkeit immer konstant sein muss. Also indirekt handelt es sich hier nur um Ziehungen mit Zurücklegen. Und vielleicht die gefährlichste Eigenschaft ist die, dass die Binomialverteilung nicht die Reihenfolge achtet. Das bedeutet, sobald ihr in der Fragestellung erkennt, dass es sich um eine Reihenfolge handelt, ist dieser Ereignis nicht mehr binomial verteilt. Und ein kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn sowas wirklich zutrifft, versucht einen Lösungsweg mit Hilfe eines Baumdiagrammes oder eines Pfades in einem Baumdiagramm zu finden. Das hilft immer. Ab der Teilaufgabe b fängt sozusagen der Hauptgang an. Hier handelt es sich meistens um komplexere Aufgaben in Bezug auf die Binomialverteilung, wie zum Beispiel die Suche nach den Parametern np und k mit dem Taschenrechner. Dabei ist es natürlich wichtig, dass ihr die Lösungsansätze richtig bildet und dass ihr in der Lage seid, mit Hilfe des Taschenrechners durchaus probieren diese Parameter zu bestimmen. Außerdem können hier auch Aufgaben in Zusammenhang mit dem Erwartungswert und Standardabweichung der Binomialverteilung auftauchen. Zur Erinnerung, die Formel für den Erwartungswert war μ ist gleich n mal p. Und anhand eines Histogramms könnt ihr diesen Erwartungswert sehr einfach erkennen. Es ist immer die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Und die Formel für die Standardabweichung sah so aus. Für den Fall, dass ihr sie vergisst, die Merkhilfe hilft an dieser Stelle weiter. Bei den letzten Teilaufgaben kommen wir natürlich zum Dessert. Eine Möglichkeit hier ist, dass ihr auf einseitige bzw. zweiseitige Hypothesentests trifft. Natürlich meine ich damit den linksseitigen, rechtsseitigen und zweiseitigen Hypothesentest. Die größte Schwierigkeit ist vielleicht an dieser Stelle, anhand der Aufgabenstellung zu entscheiden, welche Art von Test man durchführt. Deshalb zur Erinnerung. Gehen wir davon aus, wir haben unsere Nullhypothese H0 mit der Anfangswahrscheinlichkeit per 0 wenn bei der Gegenbehauptung gesagt wird, dass die tatsächliche Wahrscheinlichkeit geringer ist als bei 0, dann handelt es sich immer um einen linksseitigen Hypothesentest. Wenn stattdessen behauptet wird, dass die eigentliche Wahrscheinlichkeit größer ist als bei 0, dann ist es natürlich immer ein rechtsseitiger Test. Und ab dieses Jahr gibt es auch noch die Möglichkeit für einen zweiseitiger Hypothesentest. Da wird einfach immer behauptet, dass p0 nicht stimmt. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle: Wenn ihr Probleme mit dem Aufstellen des Ablehnungsbereich habt oder mit der Entscheidungsregel hier, schaut in die Merkhilfe. Die kann gegebenenfalls auch gut aushelfen. Außerdem im Rahmen dieser Hypothesentests können auch noch die Fehler erster und zweiter Art natürlich eine wichtige Rolle spielen. Zur Erinnerung: Der Fehler erster Art Tritt immer dann zu, wenn die Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie richtig ist. Und ja, erst ab dieses Jahr dabei gibt es auch noch den Fehler zweiter Art und der trifft immer zu, wenn die Nullhypothese akzeptiert wird, obwohl sie falsch ist. Ebenfalls bei dieser letzten Teilaufgaben können auch komplexere Aufgaben in Bezug auf den Erwartungswert auftauchen. Und zwar es handelt es sich hier natürlich um den Erwartungswert von sogenannten Glücksspielen. Da ist natürlich wichtig, dass ihr wisst, was ein faires Spiel ist, dass ihr in der Lage seid, Einsätze anzupassen, dann Auszahlungsbeträge sowie Wahrscheinlichkeiten. Ab dieses Jahr ist es möglich, dass bei dieser letzten Teilaufgaben auch weitere neue Themen auftauchen, damit meine ich natürlich stetige Zufallsgrößen und die Normalverteilung. Fangen wir doch an mit der stetigen Zufallsgröße. Hier ist es in erster Reihe wichtig, dass ihr die Eigenschaften einer Dichtefunktion kennt. Zur Erinnerung, jede Funktion kann eigentlich eine Dichtefunktion sein, wenn über einen bestimmten Bereich die Fläche, die diese Funktion mit der x-Achse einschließt, den Wert 1 hat. Mathematisch kann man das Ganze auch mit Hilfe eines Integrals ausdrücken, wie links eingeblendet. Also, Integral von a bis b von f von x dx muss natürlich 1 sein. Außerdem muss in diesem Bereich diese Funktion unbedingt über der x-Achse sich befinden, sonst könnte diese Fläche negativ sein und das macht natürlich keinen Sinn für die Wahrscheinlichkeit. In diesem Zusammenhang können außerdem noch neue Formeln für den Erwartungswert auftauchen, so wie hier links unten eingeblendet, sowie die allgemeine Formel für die Standardabweichung. Allerdings ist es ein bisschen rätselhaft, dass diese Formel nicht in der neuen Merkhilfe 2021 stehen. Deshalb ist es unklar, ob sie wirklich für die Abiturprüfung von Bedeutung sind oder nicht. Das wird sich dann dieses Jahr erst dann wohl rausstellen, wenn die Abiturprüfung schon geschrieben ist. Als letztes Thema an dieser Stelle kann bzw. wird natürlich die Normalverteilung vorkommen. Und hier ist es natürlich ebenfalls wichtig, die Eigenschaften der gauschen Glockenkurve zu kennen. Hier nochmal zur Erinnerung die gausche Glockenkurve. Da müsst ihr euch ein bisschen an den Schaubild orientieren können und wissen, dass der Wartungswert immer die X-Koordinate vom Hochpunkt ist und dass man mit Hilfe der Standardabweichung natürlich die Wendestellen bestimmen kann. Außerdem kann auch die Funktionsgleichung der Gausschen Glockenkurve eine Rolle spielen. Keine Sorge, ihr müsst sie nicht auswendig lernen, die findet ihr auch in der Mehrhilfe. Der Umgang mit dem Taschenrechner wird an dieser Stelle höchstwahrscheinlich die wichtigste Rolle spielen. Damit meine ich, ihr müsst die drei Befehle im Taschenrechner kennen, die für die Normalverteilung gedacht sind. Die Umkehraufgaben zur Normalverteilung mit dieser inversen Funktion sind, gehören natürlich zu den komplexeren Aufgaben, sowie der Satz von Moivre und Laplace in Zusammenhang mit der Stetigkeitskorrektur. Ich hoffe, dass euch diese Zusammenfassung eine kleine Übersicht über das gesamte Lehrstoff verschaffen konnte und wünsche euch natürlich viel Erfolg.